Guten Tag, liebe Leute. Willkommen zurück zum Höhenturnier. Wir sind in Gruppe 1. Diesmal haben wir Helmut Helmlos gegen DK Crafter, also Kanade gegen Lena. Der Kanade hat schon zwei Siege, einmal gegen Lyon und einmal gegen X-Bad. Lena, also DK Crafter, steigt neu ein. Und wir werden uns mal die Teams angucken. So, Kanade hat dabei 1 Meter groß, dann Schwalbos, Tohaido, Brutalanda, Vilje und Milotic. So, was hat Lena dabei? Ein Zwirklob, auch 1 Meter groß, auch ein Schwalbos. Ein Regirock, was wir zum ersten Mal sehen, dann ein Gardevoir und ein Kravumms. Die Frage ist, wer hat den Choice Packs? Also ich vermute, es ist ein Heißorb Schwalbos und ein Wahlglas Kravumms. Ja, Zwirklob ist der physisch-defensive Tank. Metagross könnte ein Wahlband haben. Regirock kann die Steinchen rauslegen. Wobei ich wie immer glaube, dass Gardevoir Wahlschalt ist. So, Kanade fängt an mit dem Metagross, um vielleicht auch Tarnsteine zu legen oder sich aufzusetzen mit Agilität oder sowas. Werden wir auf jeden Fall sehen. Also dann, viel Spaß beim Zugucken. So, der Kampf beginnt. Zwirklob in Shiny mit dem Evoliten kann erstmal ein Irrlicht raushauen. So, da haben wir X-Bad Smasher. Frage ist, will X-Bad Smasher hier drin bleiben oder nicht? Er will kein Irrlicht abkriegen. Und da kommt Edneck. Wenn das eine Verbrennung kriegt, ist das gar nicht mal so schlecht. Dann kann es schon mal nicht vergiftet werden. So. Edneck wiederum kann selber Toxin drücken. Aber Metagross ist ja auf der anderen Seite. So, jetzt wäre ein Siedewasser ganz okay, aber erstmal Toxin. Weil Lena einfach drin bleibt. So, der Timer ist auf Zwirklob und das Spielchen wird eigentlich Milotic auf Dauer gewinnen. Das heißt, es hat 202 KP. Bräuchte man schon 5 Nachtnebel. So, jetzt kann Edneck auf Genesung gehen. Aber wir sehen das Siedewasser, das absolut nichts macht. So, da kommt wieder der Nachtnebel. Sind wir bei 78 KP. Aber ich würde jetzt Genesung drücken. Weil Edneck ist schon wichtig, immer als Switch in jede Attacke. Okay, Schattenstoß. Ist natürlich nichts. So, das Toxin triggert. Vielleicht hat Zwirklob ja noch den Leitteiler. Aber selbst das wird nicht richtig hinhauen. So, da kommt das Siedewasser. Da kommt der Leitteiler. Ja, jetzt müsste Edneck irgendwie nur 10 KP haben und dann müsste der Schattenstoß kommen. Ja, ein Leitteiler kann Zwirklob noch rausbringen. So, wieder Genesung. Yeah. Okay, Nachtnebel. So, jetzt sind wir irgendwo im roten Bereich. Ja. Ja gut, Schattenstoß, Zwirklob wird abgeworfen. Und Edneck kann eigentlich Genesung klicken, ja. Damit steht es 6 zu 5. Mit Vorteil für Helmut Helmlos. So, wie könnte Lena hier reinkommen? Mit einem Schwalbos zum Beispiel oder der Regirock, um die Tarnsteine rauszubringen? Oder hat Gardevoir? Wenn das Ding den Wahlschall hat, könnte Gardevoir auf Donnerblitz gehen. Und Edneck wird zurückgerufen. Da kommt der X-Bad Smasher. Ja, da ist der Donnerblitz. Extra für Milotic. Okay, 40 KP ist ein bisschen wenig. Ja gut, hier kommt Schwalbos. Schwalbos kriegt jetzt einen Sternhieb ab. Oder einen Eisenschädel. Okay, Erdbeben kommt rein. Und wir sehen Schwalbos mit dem Heißorb. Okay, da kommt die Kehrtwende und die wird nur ein bisschen Schaden machen. Ja, wieder 40 KP.
Was ist der Switch in ein Sternenhieb? Gravums. Eigentlich nicht wirklich, dass wir sehr viel Damage abkriegen. Ja, ist ein Two-Hit. Und X-Best-Smasher will keinen Flammenwurf oder Feuersturm abkriegen. So, Erdneck. Da werden wir sehen, was rauskommt. Überschallknall. Ist das ein Two-Hit? Ja, mit der Verbrennung ist das schon ein Two-Hit. Und Gravums sollte outspeeden. Oh, tut's nicht. Okay, Siedewasser, Verbrennung und da kommt der weitere Überschallknall. Ja, damit verliert Helmut leider ein gutes defensives Pokémon. Moves wird auch nicht sterben. Da kommt Sharknado. Ja, erst kann Sharknado sich einen Kill holen. Aber Lena geht raus und rein kommt Gardevoir. Ah, sie kopiert sich den Temposchub. Ah, Schutzschild hat fehlgeschlagen. Ja. So, Aqua-Durchschuss kommt, macht Damage. Mehr als 50% auf jeden Fall. Und Mondgewalt, ja. Das killt Sharknado. Außer es hat den Fokusgurt. Temposchub auf Gardevoirs Seite und steht 5:5. Aber der Gegner ist schneller. Okay. Das hat mich jetzt etwas überrascht. Und keine Wasserdüse auf Sharknado. Na gut, jetzt kommt X-Bet Smasher. Und haut den Patronib raus. Der sollte killen. Ja. So, Metagross gegen Metagross. Das linke Metagross hat Erdbeben. Da steht 4:4. X-Bet Smasher geht zurück. Und rein kommt Oflaui. Das Vilie. So, hier. Metagross setzt erstmal die Tarnsteine ein, was Schwalbus ein bisschen unter Druck setzt. So, da kommt der sehr effektive Sternenhieb. 11 KP überlebt. Und es ist ein Beulenhelm. Okay, Beulenhelm plus Lebenorb. Okay, beide tauschen Tarnsteine aus. So, will Helmut hier rausgehen? Oder wirft der Flowey ab? Okay, er wirft Flowey ab. Jetzt kann aber das gute Schwalbus doch reinkommen. Und mit Hitzewelle sollte es töten. Aber da kommt erstmal ohne Zahn. Wird outspeeden. Pantoni wird wahrscheinlich die Hälfte wegnehmen an Leben. Aber Feuerzahn und Wert ab. Sternhieb. Ja, das ist jetzt bitter. Das hätte Metagross nicht rausgenommen, aber schon mal gut angeschwächt für Schwalbus. Naja, jetzt kommt halt Berserk. Und auf plus 2 Patronieb. Ah, das wird es wahrscheinlich mit ein paar KP überleben. Okay, Überschallknall. Reicht trotzdem aus. Ist ja ein Wahlglas. Genau, Choice Packs Überschallknall mit Stab. Also das heißt, es ist Schwalbus gegen Schwalbus. Wer gewinnt das Speed-Teil? Der Gegner gewinnt es und drückt die Fassade. Zack. Das killt natürlich. So, der X-Bet Smasher. Wir wissen, dass das andere Schwalbus ein physisches ist. Hat das aber auch die Hitzewelle? Nein, es hat Sturzflug. Okay, Rückstoßschaden, Sternenhieb, muss mal treffen. So. Ab. Da kommt Gravums. Gravums wird wahrscheinlich outspeeden. Nichts. Ah, Tarnsteine.
Jetzt kommt Aregirok noch. Das ist aber physisch defensiv. Das heißt, ein Erdbeben oder ein Sternhieb wird dieses Ding noch aushalten können. Hier steht es 1:1. Sternhieb. Dieser effektiv. Ja, macht nicht so viel. Und jetzt kommt ein Erdbeben, oder? Oder Steinhagel. Aber selbst das reicht. Ja. Damit gewinnt DK Crafter alias Lena 1:0 gegen Helmut Helmlos. Ja, Zwirklub wurde zwar weggegeben von Lena, aber am Ende hat sie es, oder er, DK Crafter, am Ende rausgeholt. Gut, wir kommen also zu dem zweiten Game. Das heißt dann DK Crafter gegen X-Bart. So, hier geht's weiter. Lena gegen X-Bart, also DK Crafter gegen X-Bart. So, gleiches Team von Lena mit Zwirklub, Metagross, Schwalbos, Kravumps, Gardevoir und Regirock. X-Bart hat wieder dabei das Valraiser, dann Gardevoir, Tengulist, Vipetis, was schon mal speziell ist, mit Flammenwurf, glaube ich. Dann haben wir ein Logok und ein Libeldra. Ja, wir gehen einfach mal ins Match rein. Wir kennen ja die beiden Teams schon. Gut, was sehen wir hier? Ein Valraiser gegen Zwirklub. Wir wissen, dass Valraiser die Erholung hat. Das heißt, Irrlicht macht eigentlich nicht so viel Sinn. Okay, da aktiviert sich die Flinkklaue von Cervantes. Okay, Toxin. Ist schon mal sehr gut. Jetzt beginnt der Timer. Und das Irrlicht. Ja, das ist ein bisschen Chip, aber das interessiert einen Valraiser ja nicht. Was haben beide vor? Da kommt die Lake. Jo. Nach Nebel. Ja, Valraiser hat viele KP. Das wird, glaube ich, nicht so viel machen. So, wenn Valraiser auf Erholung geht, muss Lena auf jeden Fall die Chance nutzen und wechseln. So, Vergiftung triggert. Beide sind bei, ja, 50%. So, da kommt die Erholung, wie erwartet. Was wird jetzt Lena machen? Ja, Nachtnebel ist hier nicht so der Knaller. Aber X-Bart wächst selber raus. Zu Mystery. Das gute Flygon. So, Light-Tyler. Ist gut. Damit hält sich Zwirklub so ein bisschen am Leben. Und schwächt schon mal das Mystery an. So, jetzt kann wunderbar ein Irrlicht kommen. Kommt Irrlicht? Ne, Schattenstoß. Aber wenn jetzt ein Drachentanz kommt. Jetzt kommt das Erdbeben. Okay, damit steht es schon mal 5:6. So, dieses Gardevoir ist wahrscheinlich mit dem Wahlschall ausgestattet, sonst würde es hier nicht so reinkommen. Was kann kommen? Ja, Mondgewalt, Psychoschock und X-Bart wechselt raus. Er riecht schon den Wahlschall. Da kommt Shiro. Das eigene Gardevoir. So, das sollte ein Drittel machen. Ja, mehr als ein Drittel. Also Shiro ist auf jeden Fall offensiv. Und da kommt das Special Attack Drop. Ja, Diebeskuss bringt nur ein bisschen. Ja, Shiro hat auch keine Überreste, das heißt die nächste Mondgewalt killt. Aber Orochi wird das Ganze resistieren.
Und Special Attack Drop. So, gut gemacht gerade, war. Und wer kommt jetzt rein? Ist das Metagross. Ja, Metagross sollte auch outspeeden. So, Flammenwurf. Da hat X-Bad schon mit dem Wechsel gerechnet. Der Damage ist gut. Okay, war ein Crit. So, Patronieb, Stab. Reicht er aus? Ja, er reicht aus. Okay, es war ein Leben-Orb. So, Red Chocobo. Flammenblitz, gut. So, hat es ein damage-boostendes Item, so wie Wahlband oder sowas? Wenn ja, muss Red Chocobo raus. Es sieht so aus, als ob das Ding ein Wahlband oder sowas hat. Wahlband, Wahlglas, Wahlschal. So, Fährte und Neutral Torso. Oh, es ist ein Fluchset. Aber Gardevoir greift ja speziell an, von daher ist das schon nicht ganz so schlimm. Shiro setzt Verhöhner ein. Kommt nochmal der Fluch? Ne, Steinhagel. Steinhagel auf plus 1 mit Stab. Nimmt Shiro leider raus. Und jetzt hat X-Bad ein kleines Problem. Er muss, glaube ich, speziell angreifen, um dieses Ding rauszunehmen. Okay, Regirock geht aber zurück. Und da kommt Gardevoir. Ah, Egelsamen werden abgewehrt. Aber wir haben ja noch das Cervantes, was schläft und sehr viele KP hat. Oh, der Schaden lässt sich sehen. Und das war es wahrscheinlich auch mit dem Walreiser. Ja. So, wenn beide einen Walschall haben, sind wir in einem Speed-Teil. Aber Gardevoir will nicht angedamaged werden. So, Krabums kommt. Und kriegt einen Flammenblitz ab. Okay, es ist nicht gewahlt. So, das weiß jetzt Lena. Und jetzt kann auch Gardevoir rein, weil Gardevoir outspeedet alles. Großbrand wird kopiert. 3-3. Es ist also noch ausgeglichen. Man weiß nicht, wer gewinnt. Fistengu wäre jetzt der beste Wechsel für einen Psychoschock, aber es kommt die Mondgewalt. Okay, Fistengu wurde besiegt und jetzt kann wieder Red Chocobo rein. Und kommt Flammenblitz oder direkt der Turmkick? Da kommt Regirock. Flammenblitz, okay. Wechsel war sehr offensichtlich. Aber ich wäre ja auch nicht auf Turmkick gegangen. Oh, der Burn ist gut. Auf Regirock. Es könnte ein Turmkick kommen. Oder dreh ich noch den Schutzschild? Das wissen wir ja noch nicht. Okay, Fluch. Es sieht so aus, als ob Regirock kein Schutzschild kann. Sondern halt Fluch plus Steinhagel. Vielleicht noch Tarnsteine oder Toxin. So, was will Mystery gegen dieses Regirock großartiges anstellen? Ja, Drachentanz. Aber ein Steinhagel wird neutralen Damage machen. Nochmal der Fluch. Okay, das Regirock ist auf plus 2. Was macht Flygon?
Der Erdbeben wird nicht killen, das wird vielleicht ein Two-Hit aus der Range. Und nochmal Fluch. So, jetzt reicht ein Steinhagel auf jeden Fall aus. So, ich würde jetzt angreifen mit Flygon, weil sonst ist Rehuk direkt down. Ach, so ist Flygon direkt down. So, 119 KP, 57 KP. Ah, Erholung. Ja, schade. Hier wäre Brüller oder sowas ganz gut gewesen. Um so einen Sweep zu verhindern. Ja, steht 3-2 und Mystery geht weiter auf Drachentanz. Und der letzte Move wird wahrscheinlich Schlafrede sein. Ja, Schlafrede. Das muss nur noch Steinhagel treffen. Aber Steinhagel geht daneben. So, Erdbeben kommt. Wenn es jetzt ein Crit wird, ist Regirock down. Aber es ist ein guter Free-Hit. Jetzt braucht Regirock ein bisschen Glück. Fluch oder Steinhagel? Steinhagel. Zack. Gilt es? Na, nicht ganz. Ach, ist nicht sehr effektiv. Ach, das ist Drache Boden. Ich dachte Drache Flug oder irgendwie so. Oder Bodenflug. Okay, wir sehen Ruheort. Da kann Mystery doch ein bisschen was machen. Ah, da hat sich Lena bei den Schlafrunden verzählt. So, noch ein Dragon Dance hinterher. Jetzt sieht es wieder besser aus für X-Bart. Weil jetzt ist Erdbeben ein Two-Hit. Okay, Erdbeben müsste jetzt in den gelben Bereich gehen. Ja, 91 KP, das reicht ganz knapp aus. Rede, er darf nur keinen Fluch bekommen. Aber er kriegt die Erholung. So, nochmal Erdbeben und dann war es das mit Regirock. Und dann dürfte das ein GG sein, weil Lena hat dann, glaube ich, nichts mehr für dieses Flygon. So, zack, Schlafrede. Und Erholung. Kein Glück. Und da reicht die letzte Drachenklaue. Bam. Aber hat es nicht Beulenhelm? Ja, ah ja. Beulenhelm. Aber ist egal, denke ich. So, dieses Mystery ist anscheinend ist auf plus 3 oder plus 4. Da kommt Gardevoir, wird natürlich auch nicht aufspeeden. Aha. Erdbeben geht nicht. Drachenklaue geht nicht. Roost geht nicht. Drachentanz geht nicht. Okay. Es könnte Mystery ein bisschen AP stallen. So, Mondgewalt, das ist ein Kill. Ja, da haben die Boosts nichts gebracht. Ja, schade. Also wäre Gardevoir von vornherein der gute Switch-In gewesen. So, 2-1, Gardevoir speedet, haut eine Mondgewalt raus, ist natürlich gelockt. Das ist neutral und sollte Red Chocobo aus dem Game nehmen. Damit gewinnt Lena. Was war das? 2-0? 2-0. Ja, Glückwunsch an Lena. Da hat Gardevoir am Ende alles gemacht. Ja, es hat sich die Schwebe kopiert. Das heißt, Drachenklaue hat nicht funktioniert. Erdbeben hat nicht funktioniert. Und so gewinnt Lena am Ende 2-0. Hätte sie Gardevoir nicht, hätte sie wahrscheinlich verloren. Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder bei den nächsten
Videos. Bis dahin!